Was geht ab, YouTube? Einen wunderschönen guten Morgen aus Kuala Lumpur. Ja, in den letzten Tagen bin ich noch in Malakka gewesen. Das war die erste Stadt in Malaysia und die war auch ziemlich gut. Da habe ich noch nicht so viel gemacht, da habe ich die Videos geschnitten, war ich nur so ein bisschen entspannt. Ja, heute ist mein letzter Tag in Kuala Lumpur. Morgen geht es schon weiter in die Cameron Highlands. Und ich würde sagen, wir schauen uns heute mal Kuala Lumpur zusammen an und gucken, ob das wie jede andere Großstadt ist. Also bis jetzt gibt es auf jeden Fall schon eine Sache, die regt mich hier richtig an Kuala Lumpur auf. Hier gibt es keine richtigen Bürgersteige. Das bedeutet, wenn man irgendwo hin will, muss man immer über so Überführungen über die Straßen gehen. Und da läuft man sich einfach einen Ast ab. Ich bin gestern auch schon in eine falsche Richtung gelaufen, so eine Sackgasse, und musste einfach dann 2 Kilometer zurücklaufen, weil es da keinen Überweg für Fußgänger gab und man dann einfach an der Baustelle stehen bleibt. Aber wir gehen jetzt gerade erstmal zu den Batu Caves. Das ist womit einer der größten Höhlentempel, die es überhaupt auf der Welt gibt. Und die sollen wohl ziemlich beeindruckend sein. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die aussehen. Und das ist auf jeden Fall heute unser erster Stopp. Jetzt bin ich bei den Caves angekommen und gleich geht's da hoch. Ich glaube, man sieht schon die Treppen hinter mir. Es sind 273 Stufen, bis man dann da oben in der Höhle ankommt. Aber kriegen wir heute auch hin, obwohl es mega heiß ist. Ja, der Weg hierhin ist eigentlich ganz easy und auch ziemlich günstig gewesen. Aber auch wenn das gerade aussah wie eine S-Bahn, das Ding ist gefühlt mit 5 km/h pro Stunde gefahren. Also hat Jahre gedauert, hier hinzukommen. Aber wir gehen jetzt erstmal da hoch und gucken mal, was da abgeht. Jetzt oben in den Caves und es ist auf jeden Fall richtig beeindruckend. So was auf jeden Fall noch nie gesehen. So die Steine haben mich so ein bisschen wie an Thailand, aber ist echt richtig Hammer. Und der Weg hier hoch ist eigentlich nur so anstrengend, weil die Luftfeuchtigkeit hier so hoch ist. Man ist einfach danach klitschnass geduscht in seinem eigenen Schweiß, aber ist auf jeden Fall ziemlich cool. Lohnt sich dafür, hier hochzukommen. Und ist auf jeden Fall auch umsonst, weil es ein Tempel ist. Also auch richtig gut. Hier ist die größte Höhle und es ist so riesig. Und am witzigsten ist eigentlich auch, dass hier wieder 1000 Affen rumlaufen. Aber naja, ich werde jetzt hier nicht noch länger bleiben. Ich werde jetzt wieder zurück in die Stadt fahren und dann gucken wir uns noch ein paar andere Sachen an. Gucken, was uns noch Kuala Lumpur so zu bieten hat. Peredana Botanical Garden und ich gehe jetzt hier noch ein bisschen spazieren, bevor es danach zurück in die Stadt geht, und da sind dann die 1000 Malls und Food Markets, die man sich hier angucken kann. Aber jetzt gerade genieße ich das eigentlich mal, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich irgendwo mal in Kuala Lumpur alleine bin, aber hier ist niemand. Hier sind ein paar Gärtner und ich. Ja, und eigentlich hatte ich in Kuala Lumpur bis jetzt eigentlich nur eine richtig gute Zeit, weil mein Hostel so mega gut ist. Ich habe da quasi wie so ein Kapselhostel
Und das ist einfach richtig entspannt. Vor allen Dingen habe ich seit Dezember, als ich losgeflogen bin, nicht mehr alleine in einem Zimmer geschlafen. Also immer nur mit jemand anderem. Und deswegen muss ich sagen, habe ich das echt mal genossen, einfach mal ein bisschen Zeit für einen selber zu haben. Weil nach der Zeit regt das einen einfach auf, wenn man immer nur jeden Abend mit jemandem im Zimmer ist und irgendeiner schnarcht um die Wette oder macht irgendwelche sonstigen Geräusche. Deswegen war das echt mal ganz angenehm. Ich laufe jetzt hier mal noch so ein bisschen und dann zeige ich euch mal ein bisschen die Innenstadt von Kuala Lumpur. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Die Malaysianer, sagt man das so? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber Malaysianer hört sich irgendwie witzig an. Ja, und die lieben Shopping-Malls und davon kann es nicht genug geben und die können nicht riesig genug sein, aber die zeige ich euch gleich. Ja, kurzer Regenschauer in Malaysia. Also im Moment ist ja auch schon so ein bisschen Anfang von der Regenzeit. Deswegen regnet es ja eigentlich meistens einmal am Tag, aber es dauert so eine halbe Stunde bis Stunde, dann hört das auch wieder auf. Da habe ich gerade nicht so viel Glück, aber ich warte jetzt hier unter der Brücke und danach laufe ich in die Stadt. Eigentlich stehe ich hier ganz gut, deswegen ist es trocken. Die ganze Aktion hat jetzt ungefähr anderthalb Stunden gedauert, seitdem ich jetzt da unter der Brücke gestanden habe. Ich bin jetzt gerade beim River of Life und nähere mich Chinatown. Der River of Life ist leider eigentlich gerade der River of Plastikmüll, weil es gerade geregnet hat. Sieht nicht so ganz schön aus. Naja, eine gute Sache hat es auf jeden Fall, dass es jetzt gerade geregnet hat. Die Luftfeuchtigkeit ist jetzt wieder weniger und man kann es aushalten, draußen rumzulaufen. Ist nicht nur am Schwitzen, aber nass bin ich jetzt auf andere Weise trotzdem geworden. Bis jetzt hatte ich ja nicht so viel Glück, aber wie kann man jeden Tag retten, der ein bisschen schlechter läuft und wenn man eine neue Stadt erkundet? Auf jeden Fall für mich mit einem Hardrock-Café, denn heute gibt es endlich wieder einen neuen Magneten. Excuse me? Do you have the Hardrock Classic Magnet? For this moment we finish already. Wow, das ist unglaublich. Ich kann es nicht glauben, der Magnet ist einfach schon wieder ausverkauft und die warten darauf, dass neue Magneten kommen. Ich weiß nicht, warum die ausverkauft sind, weil das ist einfach das Hardrock-Café. Die können noch 10.000 Stück davon bestellen und die werden ja nicht schlecht. Jetzt hat er mir schon wieder die E-Mail-Adresse gegeben. Dann schickt er mir den Magneten hoffentlich nach Deutschland. Ich weiß, keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe das noch nie gemacht. Irgendwie ist das nicht ganz einfach. Naja, trotzdem. Jetzt haben wir uns gerade die Wasserspiele angeguckt an den Patronus Towers und habe ich mich mit Dennis getroffen. Moin. Er kommt aus Hamburg und er ist auch schon eine ganze Weile unterwegs. Und wir gehen jetzt noch auf den, wie heißt der? Jalalo. Nachtmarket. Und da gibt es auf jeden Fall richtig viel zu essen, was man probieren kann. Ja, und wir laufen jetzt quasi gerade über so einen Skywalk, also eigentlich oberhalb der Stadt die ganze Zeit, dass man nicht mal unten am Fingerweg benutzen kann. Ich hatte mich ja auch am Anfang des Videos schon beschwert, dass ich hier auf jeder Ecke stehen bleibe und dann nicht mal weiterlaufen kann. Das ist natürlich gut, so einen Guide wie Dennis zu haben, weil der hat nämlich hier mal 6 Monate gewohnt. Was hast du in der Zeit hier gemacht? So ein bisschen Schule, 3 Stunden am Tag und ansonsten mein Leben genossen. Nach dem Abschluss in Deutschland. Er hat auf jeden Fall schon gut Kuala Lumpur genossen. Ja. Und kennst du natürlich dementsprechend ja auch aus. Und deswegen habe ich jetzt quasi meinen persönlichen Guide. Jetzt sind wir auf der Jalan Alor auf dem Night Market und wie man hier im Hintergrund schon sehen kann, rechts und links jede Menge Auswahl an Essen. Also hier kriegt man auf jeden Fall alles. Und hier sollte man auf jeden Fall, wenn, auch Meeresfrüchte probieren, hat der Dennis gesagt. Aber wir gucken erstmal nach ein paar kleineren Sachen, weil wir beide vorhin schon was gegessen haben. So, das war's für heute. Wir waren jetzt gerade noch ein bisschen was essen und gehen gleich zurück ins Hostel. Und morgen früh fahren wir mit dem Bus weiter. Ja, ich hoffe, euch hat Kuala Lumpur so ein bisschen gefallen. Ich fand's nicht ganz so gut, weil mich hat ja das so ein bisschen zu sehr an Bangkok erinnert. Und Bangkok fand ich auch nicht noch ganz gut. Vielleicht habe ich einfach nur nicht die richtigen Sachen rausgepickt.
aber ich glaube, Kuala Lumpur ist nicht ganz so meine Stadt. Aber naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich sage einfach ciao, bis zum nächsten Video.